Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Adventskalender und zwar den ersten Adventskalender für dieses Jahr. Und zwar ist es der Yves Rocher Adventskalender 2021. Man sieht jetzt aktuell nur den Karton und ein paar Produkte sind noch mit drin. Und ich bin so gespannt und wenn euch der Inhalt interessiert, dann bleibt gerne dran. So, und wenn ich das jetzt ausgepackt habe, das Paket, dann sieht das Ganze so aus. Wir schauen gleich direkt rein. Ich wollte aber noch vorher sagen, ich habe noch einen zweiten Adventskalender bei Yves Rocher bestellt. Und der ist noch komplett verpackt. Genauso werde ich den weitersenden an einen von euch, denn ihr könnt in diesem Video einen Adventskalender gewinnen. Und zwar genau den, den wir jetzt auspacken. Also ich hätte zumindest genau den bestellt. Und ich hoffe, da sind dann auch immer dieselben Sachen drin. So, und dann starten wir mal. Übrigens, für die Teilnahmebedingungen könnt ihr gerne unten im Video reinschauen in die Infobox. Da werde ich alles reinschauen. Ist ganz leicht. Ihr müsst nur mein Abonnent sein. Dieses Video liken und kommentieren. Und am besten, ihr schreibt euren Instagram-Namen mit rein, damit ich euch kontaktieren kann. So, und da haben wir schon das gute Stück. So sieht der Adventskalender aus. Und ich bin so gespannt, weil es ist erst September. Und ja, das ist halt der erste, den wir jetzt bestellt haben. Beziehungsweise die ersten zwei. Und ich finde den immer so schön. Und ich glaube, der ist dieses Mal noch schöner sogar. Meine Schwester sagt auch, der ist richtig schön. Und genau, dann vergleichen wir nochmal kurz in der Übersicht den vom letzten Jahr und den von diesem Jahr. Also so sahen die zwei aus. Und ich finde, es ist unterschiedlich, aber trotzdem beides sehr, sehr schön. Und dann, ja, öffnen wir gleich mal das erste Türchen. So, wir starten direkt mit der Nummer 1. Und übrigens, ich wollte noch dazu sagen, genau, ich habe mir das noch rausgesucht und zwar die Pflanzen pro verkauften Adventskalender, einen Baum, was ich richtig cool finde bei Yves Rocher. Der Adventskalender enthält Kategorie Gesichtspflege, Make-up, Körper, Haare und Parfüm. Und es sind 24 Yves Rocher Produkte drinnen. Ja, da bin ich gespannt drauf. Und Türchen Nummer 1 machen wir direkt auf. Es ist ein bisschen größer. Und da haben wir eine Maske drin. Soothing Foam Mask. Das ist wohl eine Haarmaske mit 30 ml. Und ich finde die sehr, sehr cool. Das dürfte irgendwie Vanilleduft sein. Ich probiere mal dran zu riechen. Okay, ja, das ist Vanilleduft und ich finde die Haarmasken immer richtig gut von Yves Rocher. Da habe ich auch vom letzten Jahr die alle aufgebraucht. Dann kommen wir zu Türchen Nummer 2. Das war letztes Jahr auch drinnen. Und zwar ist es so ein Rinsing Vinegar, das ist so eine Spülung, genau, mit der könnt ihr die Haare spülen, das ist einfach eine Essigspülung und die hat 50 ml, also in einer Testgröße. Dann kommen wir zu Türchen Nummer 3 und zwar ist da drinnen, die ist richtig gut, das ist die Hamam Body Lotion mit 50 ml, die ist mit Arganöl und Rosé. Also die riecht auch richtig gut. Das ist eins meiner Lieblingsdüfte und eins meiner Lieblingsprodukte. Schon mal aus diesem Adventskalender. Türchen Nummer 4 enthält ein Micellenwasser für normale bis Mischhaut. Genau, ein 2-in-1 Micellenwasser. Wieder mit 50 ml und ich glaube, das zieht sich auch so durch den Kalender. Und ich finde es auch richtig gut, weil die kann man einfach besser mitnehmen und ausprobieren und einfach durchtesten. Und das ist die Reihe Pure Alk. In Türchen Nummer 5 haben wir ein Shampoo, auch mit 50 ml. Das ist ein Repair Shampoo für Damaged Hair und das ist Sulfate Free. Also das finde ich schon mal richtig gut, weil ich mag auch Sulfate, Silikone und so weiter nicht in meinen Haaren. Und der Duft ist auch richtig gut, das kenne ich nämlich schon. Türchen Nummer 6 ist jetzt ein bisschen kleiner. Und da haben wir schon das erste Top Produkt drinnen. Denn es ist ein Lippenstift, der Rouge Vertige in der Farbe 56 Satin. Und der ist noch komplett verpackt mit der Folie. So sieht er aus. Und es ist halt wirklich ein Knallrot. So wie mein Leibwall. Und das finde ich richtig cool, weil es passt perfekt zu Weihnachten. Und dann auch schon in der Nummer 6 zum Nikolaus. In Türchen Nummer 7 haben wir eine 100% recycelte Plastikflasche. Und zwar ein Duschgel, 50 ml Orange Fondant. Fondant? Keine Ahnung. Ist wieder französisch. Den Duft kenne ich noch nicht. Das dürfte so ein spezieller Duft für den Adventskalender sein. Und das riecht richtig krass nach Lebkuchen, so eine Richtung. Kennt ihr das mit diesen orangen Stückchen drin? Das riecht richtig gut. Türchen Nummer 8
ist ein Parfüm und das liebe ich. Das habe ich mir sogar nach dem letzten Adventskalender in der großen Größe nachgekauft. Und zwar ist es das Sel d'Azur. Das sind 4 Milliliter und es hat so eine Sprühflasche. Normalerweise sind ja bei diesen ganz kleinen Proben sind nicht mal Sprüher teilweise drauf. Und das finde ich richtig cool. Das riecht so ein bisschen frisch, aber richtig, richtig gut. Das ist für mich so ein richtiger Sommerduft. Also passt jetzt vielleicht nicht zu den Adventskalender der Duft, aber kann man auf jeden Fall brauchen und ausprobieren. In Türchen Nummer 9 haben wir ein Produkt 98% natürlichen Ursprungs und zwar wieder diese Pure Alk-Reihe. Und zwar ist es ein Cleansing Gel ohne Sulfate, 30 Milliliter, also auch so eine kleinere Originalgröße. Finde ich richtig cool und die Reihe wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Die kenne ich nämlich noch gar nicht, deshalb freue ich mich darüber. In Türchen Nummer 10 haben wir ein Body Scrub, richtig cool, mit Aprikosenkernpuder. 100% Botanical Seeds, 30 Milliliter. Das ist auch eine kleinere Originalgröße. Also bisher gefällt mir die Vielfalt in dem Adventskalender richtig gut. Es sind so viele verschiedene Produkte drin, von Duschgel bis Body Scrub. Dann haben wir einen Lippenstift gehabt und viel Pflegeprodukt fürs Gesicht. Also es gefällt mir richtig gut. In Türchen Nummer 11 haben wir ein bisschen eine kleinere Größe von einem Anti-Pollution Repairing Care. Also eine Tagespflege mit 7 Milliliter und das ist diese Anti-Pollution-Reihe, das ist die grüne Reihe und die ist so auch ein bisschen teurer, deshalb verstehe ich, dass das eine kleinere Größe ist. Dann haben wir wieder eine 100% recycelte Flasche und zwar wieder ein Duschgel, auch mit einem speziellen Winterduft und zwar Gourmet Blackberry, 50 Milliliter und da werde ich kurz dran riechen, weil es sieht einfach so, ich könnte es trinken, wirklich, sieht einfach so gut aus und es riecht so unfassbar gut. Und die Designs, finde ich, sind wirklich sehr, sehr ansprechend. Also ich mag Yves Rocher Designs und Gerüche immer sehr gern. Deshalb kaufe ich mir auch jedes Jahr den Adventskalender. Und meine Schwester lieben den auch. Dann haben wir noch Türchen Nummer 13. Ein Nagellack, ein Go Green Nail Polish. Richtig cool. Die kosten auch immer um die 10 Euro bei Yves Rocher. Die Farbe 8 Gingembre Rouge. Die Farbe finde ich sehr schön. Das ist kein so ein Knallrot, sondern eher so ein Kaminrot irgendwie. Gefällt mir gut, trage ich auch oft auf den Lippen den Ton. Also alleine mit dem Lippenstift und mit diesem Nagellack haben wir den Wert schon fast wieder drinnen. Türchen Nummer 14 und somit auch ein bisschen über der Halbzeit haben wir Botanical Balm Multipurpose Repair Cream Live-In for Dry and Damaged Hair. So, das ist eine kleine Originalgröße mit 30 Milliliter. Das ist eine Haarmaske für wirklich trockenes Haar und ich glaube, den Duft kenne ich schon. Wie gesagt, die Masken finde ich immer super von Yves Rocher. Türchen Nummer 15 ist auch wieder ein Hammam-Produkt und zwar diesmal das Showergel. Das kann man übrigens auch für die Badewanne verwenden. 50 Milliliter und ich habe euch ja gesagt, der Duft gefällt mir einfach so gut. Habe ich auch 1000 Mal in der Originalgröße schon gehabt. In Türchen Nummer 16 ist ein bisschen kleineres Produkt, aber auch ein teureres Produkt. Und zwar ist es ein Kohl Kajal Pencil, genau in der Farbe 1 Noir. Und der ist auch noch hier versiegelt. Finde ich richtig cool. Der kostet auch normalerweise so um die 10 Euro, glaube ich. Also die Kajal sind auch nicht ganz günstig von Yves Rocher. In Türchen Nummer 17 haben wir einen Lippenpflegestift. Richtig cool. Muir Gourmand. Ah genau, okay, das ist wieder dieser Blackberry Duft. Den hatten wir nämlich vorher auch in einem Duschgel. Das ist wohl so eine Weihnachts-Edition. Und finde ich richtig cool, weil ich sammle die auch von Yves Rocher, diese Lippenpflegestifte. Und deshalb dann eine neue Sorte haben. Sehr cool. Mit Türchen Nummer 18 fliegt einiges nach unten, weil das ist nicht fixiert in den Adventskalender drin. Und zwar ist in Türchen Nummer 18 eine Regenerating Balm Mask. Die ist wohl wieder für die Haare. Genau, 10 Minuten in den Haaren lassen. Okay, das ist cool. 30 Milliliter und die sieht auch richtig ansprechend aus. Den Duft, ja, muss ich da mal ausprobieren, ob mir der gefällt. In Türchen Nummer 19 haben wir wieder eine Sleeping Care Recovery von der Reihe Elixir Botanic mit 7 Milliliter. Das ist wieder so eine kleinere Größe, weil die sind ein bisschen teurer, die Reihen von Haus aus.
und finde ich ganz gut zum Ausprobieren, ist eine Nachtcreme. In Tüchen Nummer 20 haben wir wieder ein Parfum. Das ist das Plain Soleil mit 4 ml. Und im letzten Jahr waren auch 2 oder 3 Parfums drinnen. Und ich habe mich so gefreut drüber. Und ich habe mir die alle in Originalgröße bestellt. Ich glaube, es gibt sogar ein Video dazu. Wenn ich das nochmal finde, dann verlinke ich es euch im i. Das war ein Yves Rocher Haul. Und ich fand es richtig gut. Also die Parfums sind der Hammer, kann ich euch nur empfehlen. In Türchen Nummer 21 haben wir eine Body Lotion in einer Reihe, die ich noch gar nicht kenne. Karité Extraordinary mit Shea Butter, 30 ml. Finde ich richtig ansprechend. Ist auch eine kleinere Vaginalgröße, also mit 30 ml kann man schon ein bisschen das Produkt ausprobieren. Und jetzt kommen noch die letzten 3 Türchen. In Türchen 22 verbirgt sich eine Maske, und zwar wieder für die Haare. 2-in-1 reparierende Maske für geschädigtes Haar. Okay, finde ich ganz cool. Ist wieder ein anderer Duft. Ist aber ein bisschen größer, also 35 ml. Da kann man sicher 3, 4, 5 Mal die Haare komplett damit waschen, auch mit meiner Haarlänge. So, in Türchen Nummer 23 haben wir auch einen Weihnachtsduft, Sonderedition, Orange Fondant. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Melting Orange Handcreme, 30 ml. Finde ich immer ganz praktisch, und ich finde, mindestens eine Handcreme muss zumindest in einem Adventskalender enthalten sein. Das ist so wie ein Kajal oder so wie ein Lippenstift. Das ist für mich ein Must-Have im Adventskalender. Und dann kommen wir zu Türchen Nummer 24, und es ist leicht. Und was haben wir drinnen? Eine Mascara. Intense Metamorphose. Okay, die kenne ich noch gar nicht. Die ist wohl neu. Das schaut auch so ein bisschen weihnachtlich aus. Die ist für intensive Länge, Volumen und für Curling. Also das finde ich mega. Das ist eine Originalgröße mit 7,8 ml. Und die kostet sicher zwischen 10 und 15 Euro, so wie sie da jetzt ist. Also mit der Mascara, mit dem Lippenstift und mit dem Kajal hat man komplett den Adventskalender wieder draußen. Und alle anderen Produkte sind sozusagen Benefit, einfach zum Austesten. Das finde ich so cool an Adventskalender, kann man wirklich die Marke einfach mal komplett austesten. Und vom Wert her würde ich jetzt mal sagen, der liegt so bei 80 Euro, 70, 80 Euro. So, meine Lieben, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat mein erstes Adventskalender-Unboxing wieder mal gefallen. Es geht jetzt wieder los. Ich habe einige bestellt. Ich habe Glossy Box zweimal bestellt für eine Verlosung. Look Fantastic. Ich habe vor, zu DM zu gehen, weil in Deutschland haben sie ja wieder alle Adventskalender vor uns. Aber ja, dann Douglas, Asus werde ich bestellen und auf jeden Fall den Amazon Adventskalender. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, welche würde euch interessieren. Und ihr könnt auch gerne jetzt hier mitmachen bei der Verlosung, weil ich denke ja auch an euch. Und ihr könnt jetzt einen kompletten, neu verpackten Adventskalender gewinnen. Und den werde ich schon nächste Woche dann an eine Person von euch schicken. Also macht fleißig mit in den Kommentaren. Und dann bedanke ich mich schon wieder fürs Zuschauen, verabschiede mich und sage Tschüss!